Die Energiewendetage des Landes Baden-Württemberg bescherten der Energiegenossenschaft Gussenstadt auf der Ende des Jahres 2013 in Betrieb genommenen Biogasanlage hohen Besuch. Bis dato wurden über 6 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Genossenschaft, wo besteht aus aktuell 27 Landwirte alle Wärmeabnehmer, wo dabei sind? Das ist ein Novum, was wir dann nachher im Kreis Heideheim geschaffen haben. Gleich zwei Landesminister und ein Landrat schauten vorbei, lobten die Gussenstädter, die mit ihrer Abwärme Wohnhäuser, die Schule, das Rathaus, den Kindergarten und das Feuerwehrhaus heizen. Mit dem Ausbau des Leitungsnetzes werden zugleich Leerrohre für das schnelle Internet verlegt. Mehrere hundert Menschen kamen zu diesem Tag der offenen Tür auf der Biogasanlage am Ortsrand von Gussenstadt vorbei. Die Erfolge und Ergebnisse, die Sie jetzt aufweisen können, die sind beeindruckend. Es funktioniert, es rechnet sich und es wird auch von der Bevölkerung hier mitgetragen. Erstmal ganz herzlichen Dank für das Engagement hier auch für die Teilnahme an den diesjährigen Energiewendetagen. Es sind 150 Veranstaltungen, die wir heute und morgen in ganz Baden-Württemberg wieder haben werden. Das ist sozusagen das Grund, dass wir jetzt vor allem Glas, ein ganz pflanzliches Glas. Die Genossenschaft viel, viel flexibler, dieses Netz zu bestücken, als wenn es die Gemeinde machen würde. Kreistag, Ortsvorsteher, Gemeinderat und so weiter und so fort. Also den 14 auch nach. Man hat ja uns eigentlich gesagt, Leute, wenn ihr das hört, die ganze Ort so groß und überhaupt, und das seht ihr dann für zwei Jahre Pläne. Ja, von der Biogasanlage hier in Gussenstadt aus wird nicht bloß Strom produziert, und zwar mittlerweile 6 Millionen Kilowattstunden, sondern es werden jetzt schon 73 private Haushalte und 5 Gemeinde eigene Großgebäude, also wie Halle, Rathaus, Turnhalle, Feuerwehrgerätehaus bedient. Sie haben es gesehen, das ist eine Vorzeigeanlage, die sicherlich ihresgleichen sucht und nachher noch eigentlich finden sollte. Und man macht nichts, bis es wirklich kaputt ist. Und dann kommt das große Warn, oh, regenerative Wärmegesetz, oh je.